Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zur Schicksalsklinge, wo wir in der letzten Folge nach längeren Suchen endlich diese Wolfsbau gefunden haben und uns jetzt hier einmal umschauen. Und wir werden direkt angegriffen. Das stimmt mich verdrießlich. Zumal die Wölfe auch noch weit weg sind, aber gut. Okay, und bei Kämpfen gegen Tieren gibt es das Schöne, wenn man hier die Flanke erwischt, dann können die nicht parieren. Und kippen direkt tot um. Also das war ein Volltreffer, mit dem habe ich nicht gerechnet. Das war was weit weg, glaube ich. So, dann müssten wir... Warum bist du denn nochmal dran? Er haut ab. Okay. Also um die Wölfe müssen wir uns wahrscheinlich keine großen Sorgen machen. Wenn es nicht noch stärkere Wölfe gibt. Hier liegt ein silberner Helm. Wollt ihr ihn mitnehmen? Ein silberner Helm. Das ist richtig cool, weil ein Silberhelm müsste auch... Jawohl, schaut mal. Unser Magier kann den Silberhelm tragen. Er trägt jetzt dieses Amulett, dieses magische Amulett und den Silberhelm. Das magische Amulett war ja, glaube ich, für die Magieresistenz. Ne? So, okay, hier links geht's rein. Ah, klar, sind hier auch Wölfe. Was mich ein bisschen stört, ist, dass sie immer so weit weg stehen hier, unsere Leute. Wie kann man... Ganz ernsthaft, du greifst die Flanke eines Wolfs an und verletzt dich selbst dabei. Es ist ja unfassbar. Also die haben scheinbar nicht mehr als 10 Lebenspunkte. Macht zumindest den Eindruck. Ja, ganz offensichtlich, bei 11 kippen sie nämlich schon um. Und 2, 3, 4, 5, 6. Naja, da kannst du nicht mehr angreifen, aber okay. Ja. Okay, das sind wirklich keine schweren Gegner. Ich habe natürlich die Befürchtung, dass hier irgendwann die Masse es ausmacht, aber okay, wir werden sehen. Was haben wir hier? In der Ecke liegen mehrere recht... frische Leichen. Offensichtlich die Speisekammer der Wölfe. Die Leiche durchsuchen, Borons Segen für die Toten erbeten oder euch abwenden und gehen. Ja, wir durchsuchen mal, ne? Schwert, Schwert, Orknase, Dolch, schwerer Dolch, Kettenhemd, Seil, Schaufel, Laterne, Schuldbuch. Das nehmen wir mal mit, das Schuldbuch, und benutzen es auch. Es scheint sich um ein Schuldbuch zu handeln, in dem der verstorbene Abenteurer säumige Zahler vermerkt hat. Eine Stelle erweckt euer besonderes Interesse. Habe letztens Hiora A. aus Otarie getroffen, den kennen wir doch, und ihm eine Frist bis zum 30. Rondra eingeräumt. Wenn er dann nicht zahlt, ist er reif und seine blöde Schatzkarte kann er auch behalten. Okay. Das wäre ein schöner Hinweis gewesen. Wenn wir ihn noch nicht besucht hätten, wahrscheinlich. Okay. An der Wand lehnt ein in Lumpen gekleidetes Skelett. Die große Last auf einem Goblin. Die Größe lässt auf einen Goblin schließen. Na, Goblins durchsuchen wir nicht. Ganz sicher nicht. In der rechten Höhlenwand könnt ihr einen schmalen Spalt entdecken. Ich bin immer nervös, in Spalte reinzugreifen, aber... Abrosch wurde von einer Ratte gebissen. Findet dafür aber ein Amulett. Was ist das? Das ist ein Amulett. Ja, ihr wisst, was wir jetzt machen. Zaubersprechen. Talimeh. Hellsicht, Odem Arcanum,
Amulett. Das Amulett ist magisch behandelt worden. Das ist schon mal gut. Renaya kriegt das jetzt. Und dann machen wir eine Analyse. Wir versuchen es nochmal. Jetzt wird es gelingen. Und zwar mit dem... Wo ist denn das Amulett? Da. Offensichtlich ein Schutzamulett, ganz besonders gegen Verwandlung und Kampfzauber geeignet. Okay. Dann behalt das mal. Ich glaube, wir hatten ja schon ein ähnliches Schutzamulett. Du hast genauso ein Schutzamulett auch. Nun gut, das kann uns helfen. Das kann uns helfen. Keine weiteren Würfe. Unter einem Haufen herabgestürzter Steine ragt ein Skeletthand hervor. Ein Ork oder Goblin möglicherweise. Okay, Moment, dann sind wir vorsichtig. Wenn da schon die Steine abgestürzt sind, dann halten wir uns da ein bisschen fern von. Auf dem Boden erkennt ihr eine blutige Schleifspur, die in die westliche Höhle führt. Okay. Fertig machen für Bosskampf, würde ich sagen. Der Bosskampf besteht einfach aus vielen Wölfen, würde ich vermuten. Eine Herausforderung, der wir gewachsen sein werden. Bin ich mir ziemlich sicher. Es sei denn, die haben jetzt plötzlich mehr Lebenspunkte, aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Auch Yarano kämpft heute mal mit. Was ist denn da mit dem Wolf los? Doch, der haut schon ab. Grimmwolf. Ist mir jetzt erst aufgefallen, dass die tatsächlich eine Berufsbezeichnung haben. Grimmwolf. Der da oben scheint irgendwie schwer zu treffen zu sein. Ich weiß auch nicht. Ah, Yarano, super. Du hast auch mal einen Gegner erledigt. Ohne Zauber wohlgemerkt. Ja, wie gesagt, die haben echt wenig Lebenspunkte. Gucken wir mal, ob wir noch einen Schlag setzen können. Ich vermute nicht. Ich vermute, dass der... Ja, der Wolf ist dran. Aber es gab einige Abenteuerpunkte. Das ist doch wunderbar. Sonst scheint hier aber nichts zu sein. Ah, hier sind auch noch ein paar Wölfe. Na, warte mal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da stehst du optimal, würde ich sagen. Ah, jetzt nicht mehr. Gut, ich mache mir da jetzt noch keine großen Sorgen, muss ich sagen. Das scheint eher ein relativ leichter Dungeon zu sein. Ich meine, wir waren zuletzt in der verfallenen Herberge. Ich muss nicht weiter drüber sprechen. Das war ein ganz anderes Kaliber als die paar Wölfe. Ich glaube, die Gefahr mit den Wölfen ist eher, dass wir irgendwie erkranken. Weil die uns beißen an irgendwelchen exotischen Erkrankungen, die schwer zu heilen sind. Das wollen wir mal nicht hoffen. Oh, der hält aber mehr aus da vorne, oder? Bilde ich mir das nur ein. Der Wolfskönig.
Naja, oder auch nicht. So. Dann wollen wir mal schauen, ob wir den auch noch gelegt bekommen. Jawohl. Und Renaya ist aufgestiegen. Dann wollen wir mal schauen. Eine Kriegerin. Gewandtheit, Intuition, Körperkraft, Mutheit ist alles schon auf 14. Würde ich tatsächlich die Körperkraft auf 15 hochdrehen. Oder die Fingerfertigkeit ein bisschen. Nee. Totenangst bitte. Jawohl. Okay. Du bist unser Schwertguru. Wobei, wir sind hier schon auf 9. Ne? Das ist wahrscheinlich... Ja, das können wir uns in Zukunft sparen. Gefahrensinn und Sinnesschärfe. Dafür umso mehr. Hallo. Ja, geht doch. Und Klettern, Schwimmen bitte. Oh, wir haben sehr großes Würfelpech. Das wäre nämlich mit 6 durchaus noch möglich gewesen. Körperbeherrschung, okay. Selbstbeherrschung ist schon sehr hoch. Wissen, Sprachen. Götter und Kulte. Handwerk, Giftteilen. Giftteilen. Sollen wir das probieren? Ja. Wir haben sonst nicht wirklich viel auszugeben. Insofern probieren wir das jetzt mal. Wir sind halt jetzt schon sehr spezialisiert. Und das schon im ersten Teil der Nordland-Trilogie. Aber ich beschwere mich nicht. So. Du könntest mal an deiner Gewandtheit arbeiten. Und... deine Raumangst bezwingen. Beides hat geklappt. Wir haben sogar 5 Lebenspunkte dazu bekommen. Das ist sehr gut. Machen wir erstmal die Intuitionswerte und dann gucken wir uns mal die Zweihänder an. Oh, das ist auch gelungen. Sehr gut. In Klettern bist du schon recht gut. Im Schwimmen noch besser. Versuchen wir nochmal das Klettern zu verbessern. Körperbeherrschung ist eigentlich auch ganz gut. Und Selbstbeherrschung auch. Aber jetzt gelingt uns alles. Machen wir noch ein bisschen Schleichen. Das haben wir bisher ein bisschen vernachlässigt. Gesellschaft ist nicht ganz so wichtig für dich. Natur auch nicht. Du musst lesen können, würde ich sagen. Und kennst dich ein bisschen in Sprachen aus. So. Auch du legst mal ein bisschen zu beim Giftheilen. Und beim Krankheiten heilen. Und nochmal beim Gift. Ja, dann jetzt haben wir da alle auf 8. Das ist doch wunderbar. Dann könnten wir noch beim Kampf die Schwerter versuchen. Also zwei Hände haben wir ja schon. Schwerter versuchen. Wenn es nicht klappt, ist aber auch nicht schlimm. Ja, es hat geklappt. Talime ist dran. So. Sie wird immer klüger und klüger, das Weib, würde ich sagen. Aber die Neugier, muss sie, da muss sie echt was dran tun. Aber sie tut nichts dran. Wie immer. Es stehen 7 Punkte zur Verteilung auf Lebenspunkte und Astralenergie zur Verfügung. Wie viele sollen für die Lebenspunkte benutzt werden? 5 bitte. So. Wir gehen wieder auf die Schusswaffen. Und die Intuitionswerte natürlich. Und Schwimmen. Selbstbeherrschung. Körperbeherrschung. Oh, wir haben gerade Würfelglück. Klettern. Huiuiuiui. Alles gelingt hier. Schleichen. Gesellschaft. Das ist nicht so wichtig. Pflanzenkunde, Fährten suchen, Tierkunde, Tour, das ist eigentlich alles schon ganz gut. Wissen, das sind nicht so gut, Handwerk, musizieren,
Das klappt jetzt nicht. Doch. Mach ruhig nochmal. Und dann würden wir das Gift wieder steigern. Und vor allen Dingen die Krankheiten. Wenn wir die alle auf 8 haben, dann sind wir da eigentlich auch schon gut gerüstet. Sehr schön. Dann könnten wir noch bei Sprachen was drauflegen. So. Jetzt muss ich wieder ein bisschen durchgehen. Was wir hier an Baladin könnten wir ein bisschen verbessern. Dämonologie ist Quatsch. Elemente auch. Bewegung. Ja. Heilung. Balsam Salabunde. Ja. Aber es wird schwer. Ja, es ist uns allerdings gelungen. Tiere heilen finde ich nicht ganz so wichtig. Odem Arcanum. Damit das vielleicht weniger weniger AE frisst. Kameliani Gedöns. Kampfzauber mache ich am Schluss. Das ist Quatsch. Verwandlung. Adler und Wolf. Visibly. Es ist aber schon so gut. Das ist eigentlich nicht wichtig. Ja gut, ich versuch's nochmal. Nein. Veränderung. Flimflamfunkel. Silentium. Jetzt gehen wir in den Kampf. Fulminictus besser machen. Scharfes Auge besser machen. Blitz wird schwer. Versuche ich aber. Hätten wir eine 50-50 Chance gehabt. Fulminictus vielleicht noch ein Ticken. Nö. So. Jetzt wird's. Jetzt dauert's was. Du legst bei Körperkraft was zu und bekämpfst deine Goldgier, was dir auch gelingt. Es stehen 8 Punkte zur Verteilung auf Lebensenergie und Astralenergie zur Verfügung. Ich würde sagen, wir nehmen 3 Lebenspunkte. Wollen Sie als Magier zugunsten Ihrer Astralenergie auf 10 Steigerungen der Zauberfertigkeiten verzichten? Ja, das möchten wir. Möchten Sie steigen? Nö, das möchten wir nicht. So, dann machen wir hier weiter mit den Speeren. Und natürlich mit den institutionellen Sachen. Schwimmen wäre schön, wenn es besser würde. Klettern. Ja, ja, haben wir überall 6. Das ist eigentlich schon ganz gut für einen Magier. Das muss man ja so sagen. Wissen. Ist ja auch schon ganz gut. Magierkunde sollte natürlich auch gut sein. Ach, die habe ich nicht gesteigert, weil ich gesagt habe, das wird der magisch regeln. Ne? Körperbeherrschung. Ah, schade, das gelingt uns jetzt nicht. Selbstbeherrschung vielleicht? Nein. Okay. Okay, dokeli. So, dann ganz wichtig, Verwandlung. Weil wir haben ja bei unserem kleinen Test festgestellt, dass wir damit versteinerte Kollegen zurückverwandeln können. Das ist dann ganz wichtig, dass wir das schon vorher hinkriegen. Rufibus kriegen wir doch noch ein bisschen gesteigert. Geisterbannen. Kann man auch nur einmal machen. Schade eigentlich. Foramen würde ich gern steigern. Haben wir noch gar nicht so viel benutzt, weil wir Glück mit unseren Dietrichen haben. Aber das kann sich jederzeit ändern. Und den Transversalis, den machen wir natürlich. Der hat uns jetzt schon so oft geholfen. Der hilft auch, wenn man sich mal ein bisschen verbaut hat. Balsam Salabunde solltest du natürlich auch können. Und Clarum Purum. Auch. Analyse, genau. Das benutzen wir ja doch sehr häufig. Ja. Sehr schön. Oder im Arcanum tatsächlich gar nicht so. Penetrize. Illusion, Duplicatus. Das könnten wir im Kampf mal benutzen. Unsere Kampfzauber, da sind wir natürlich exzellent aufgestellt. Deswegen mache ich das am Stück.
Verständigung machen wir nicht. Verwandlung, Armatutz vielleicht. Veränderung. Das ist eigentlich Quatsch, ne? Weil er den Stabzauber hat. Hartes Schmelze könnten wir machen. Ihr müsst dazu, ich sag das jetzt mal so, ich steigere hier natürlich auch Zauber, von denen ich jetzt schon weiß, dass wir im Laufe der Nordland-Trilogie die brauchen und die wichtig sind. Es ist ein bisschen, das weiß man eigentlich vorher nicht. Wenn man das weiß, kann man da so ein bisschen vorarbeiten. So, jetzt sind wir bei den Kampfzaubern. Ignifatius hätte ich gern auf Stufe 10. Das wäre echt geschmeidig. Das ist sogar gelungen. Fulminictus am liebsten auch. Und Eisenrost können wir auch steigern. Der wird ein Kampfzauber. Das ist unfassbar. Der ist jetzt schon so gut aufgestellt. Das wird ein großer Spaß. So, nach dem Stufenanstieg schauen wir uns weiter um. Ich persönlich bin übrigens kein großer Freund, dass die Stufenanstiege direkt im Dungeon dann durchgeführt werden müssen. Wo sind wir jetzt? Ich hätte das eher so designt, dass wenn man dann das nächste Mal einkehrt, dass man das dann macht. Aber gut. Es zieht so ein bisschen aus der Dungeon-Durchsuchung raus. Hier liegt ein großer Haufen Kot und Abfälle. Wollt ihr den stinkenden Haufen durchsuchen? Nö. Also in Scheiße rumwühlen muss ich noch nicht. Da geht's nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Okay, kleines Labyrinth hier. In der Nische findet ihr eine alte, aber noch funktionsfähige Laterne. Wir brauchen keine Laterne, danke. Aber nett. War sehr nett, dankeschön. Hier ist genau der Bereich, wo es einsturzgefährdet ist, deswegen bin ich hier mal ganz vorsichtig. Oh, was haben wir hier? Am Ende des Ganges liegt die zusammengekrümmte Gestalt eines Elfen, der offensichtlich verhungert oder verdurstet ist. Im Gang vor ihm liegen mehrere zerbrochene Pfeile. Das klingt ja abscheulich, tatsächlich. Gegen wen hat er denn da gekämpft? Gegen die Wölfe? Wir untersuchen die Leiche. Finden einen starken Heiltrank. Aber sonst nichts von Belang. Okay. Gut. Dann glaube ich, ich gucke nochmal auf die Karte. Ja, der Wolfsbau ist damit ausgehoben. Das haben wir gut gemacht. Können wir unsere... Nee, da war der Scheißhaufen, zu gut Deutsch. Dann können wir jetzt die Hülle verlassen. Erschöpft und müde verlasst ihr den Wolfsbau und setzt gemächlich euren Weg nach Orville fort, wo ihr einige Zeit später auch unbeschadet ankommt. Ist jetzt ein bisschen doof, weil wir sind auch nicht in Orville, oder? Wir sind in Otarie. Das beruhigt mich, weil wir sind ja zurückgekehrt nach Otarie. Wir kehren natürlich direkt ein und werden auch eine Nacht schlafen. So. Wunderbar. Okay, Freunde. Es hat doch wunderbar gepasst. Ich würde jetzt... Ich nehme mir nochmal meinen Zettel. Wir haben ja von einer Kollegin in Warnheim erfahren. Wir machen nochmal kurz die Karte auf. Also, Warnheim liegt hier. Nee, das ist Wermhag. Da liegt Warnheim. Das heißt, wenn wir hier die Küste lang reisen, dann kommen wir zu Warnheim. Das ist quasi der nächste Ort. Wir könnten auch gucken, ob wir hier eine Schifffahrtslinie finden. Mal schauen. Dann haben wir noch einen Händler in Breida. Ich mach mal kurz meine Karte auf, damit ich nicht zu lang suchen muss. So.
Und Breida liegt hier. Das heißt, wir könnten erstmal nach Warnheim. Dann haben wir hier Breida. Otaje waren wir ja schon. Ich muss mal kurz durchstreichen. Habe ich noch nicht durchgestrichen. Durchgestrichen. Okay. Also wir haben Warnheim, Breida. Dann habe ich noch jemanden in Angkor-Dirtal. Das ist da. Das heißt, wir werden jetzt erstmal an der Küste entlang oder hier mit dem Schiff rüberreisen und dann hier nochmal das Hinterland von Thorwal bereisen. Wäre jetzt so mein Vorschlag. Ja. Ja, halte ich für eine voll gute Idee. Ja, so machen wir es. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann zu dieser Reise wieder mit dabei. Wo ist mein Tempel? Hallo, hallo, Tempel gesucht. Hier ist der Tempel. Also ich hoffe, ihr seid dann bei der Reise wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Bis dann. Ciao.